Und der Stream hatte ein klein wenig Bedenkzeit. Und wir gehen zuerst nach Meridian. Dafür mache ich die Schnellreise? Ja, ich mache die Schnellreise. Auch wenn wir davon nicht mehr ganz so viele haben. Aber egal, willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeibleiben. Und so weiter und so fort. Und ja, wir haben jetzt hier eine ziemlich lange Ladesequenz. Leider. Das macht mir persönlich überhaupt nichts. Das ist ein bisschen Entspannung. Kann ich nochmal kurz irgendwo rumknistern, ohne dass ihr es mitbekommt. Ach, ein herrliches Knistern. Ja, tatsächlich finde ich auch die Links ziemlich cool, weil Links nicht so... Links beschäftigt sich, glaube ich, mehr mit der Gegenwart als mit der Vergangenheit. Wobei beides unglaublich interessant ist. Auf jeden Fall danke ihr beiden fürs Voting, auch wenn das irgendwie in zwei unterschiedliche Richtungen gegangen ist. Seid ihr irgendwie in TS und redet miteinander? Mhm. Ja, Meridian ist ziemlich groß, wie man merkt. Deswegen Discord, das wird ja mal besser hier. Aber nicht auf meinem Channel, oder? Nee, nee, nee. Achso, okay. Schön, dass ihr Spaß habt. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit dem Bullshit, den ich hier die ganze Zeit laber. So, yay! Macht mich fertig. Wir wollen eigentlich nach Meridian. Wo komme ich denn da rein? Ah. Da lang? Nee. Da lang. Das sieht doch gut aus. Das sieht... Da müssen wir lang. Jetzt habe ich's. Ihr habt den Weg gefunden. Aber ich gucke mal ganz schnell ins Inventar. Wir hatten nämlich ein paar Schatztruhen gefunden. Hm, schön. Oh, schön. Aha. Sachen, die ich nicht öffne und nicht nutze, gefällt mir sehr. Oh nein, Diademfarm. Ich weiß nicht. Ich konnte dem damals nichts abgewinnen. Ich gewinne dem heute nichts ab. Also dem Diadem in Final Fantasy 14. So, wir müssen, glaube ich, jetzt mit dem Obermacker von Meridian sprechen. Dem Sonnenkönig Ludwig dem 14. Keine Ahnung. Aber ich hoffe, wir können ihn noch rechtzeitig warnen und sagen, hey Dude, pass mal auf. Das ist ziemlich scheiße, was hier gerade abläuft. Ja, Avat. Das heißt, wir müssen tatsächlich mit dem Typen reden. Und hey, das ist das erste Mal, dass wir Meridian mit großem Blick bei Tag sehen. Sie hauen einen übers Ohr, wo sie nur können. Mein Bote wird die Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Ah, wenn noch irgendetwas sind sie, ja. Für ihr. Schön, dass du da bist. Es ist so schrecklich mit Ersa. Dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derval suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihnen, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht der Wal, sondern ein Elon Schmied. Sagt dir der Name was? Hm, kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen, es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derval es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst Derval mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben?
Damit du um ihn feilschen kannst, das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist dein Befehl. Aloy, einen Moment. Bitte. Als wir sprachen, sagte Erend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort. Hat sie gelitten. Och du, ja, ich würde mal sagen, komm, sie dachte an euch. Sie dachte nicht an ihre Schmerzen. Sie machte sich Sorgen um ihren Bruder. Und sie dachte an euch. Danke, Aloy. Es tut gut zu wissen, dass sie ebenso sehr an mich dachte, wie ich an sie. Finde Derval und bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Rache ist was Schönes. Rache, das macht Spaß. Okay. Und das ist sogar gar nicht so weit entfernt. Das macht die Sache für uns ja nur einfach. Und ich nehme mir mal hier ein bisschen Zeug und rolle mich ein klein wenig durch die Welt. Okay. Dieses Lagerhaus müssen wir schleunigst finden und ich hoffe, dass wir nicht zu spät kommen. Das wäre nämlich fatal. Tatkräftige Abenteurer, vorzugsweise ohne Freund und Familie, keine Bedingung. Ich gebe euch gleich wütende Fürze. Dies ist das Haus. Bist du da, Derval? Überraschungsbesuch! Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Sieht nicht besonders groß aus. Ist genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Besser ist. Gucken wir uns das Ding nochmal ein bisschen genauer an. Eine echte Bombe. Gut gefertigt. Okay. Lohe, sie muss da oben irgendwo auslaufen. Bomben sind keine gute Nummer. Oh Mensch, das ist ja noch ein bisschen mehr hier. Wenn diese Bombe das hochgeht, ist viel Lohe. Diese Lohe ein Feuer. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Ja. Wie wär's, wenn wir dieses Fenster einfach öffnen? Nein, okay. Versuch was wert. Moment. Was hast du uns zu sagen? Geht das Ding gleich hoch? Das weiß ich nicht. Eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Na also. Weg damit. Hilf mir, das muss raus. Okay, hohe Gewalt, das kann ich gut. Und dann? Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Geschafft! Derwalds beste Chance. Und Meridian steht noch. Es ist nicht vorbei.
Der Wal sagt, der Avat soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsste er in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Feuer auf dem Berg. Holt Sand, holt Wasser. Ja, ganz geschmeidig. Ist mir schon klar, dass ihr jetzt hier mega die Panik macht. Was? Mal gucken, ob wir hier irgendwas... Stiefelspuren. Aha. Wenig Lohe darin. Na, das sind doch mal Indizien. Ja, aus dem Weg. Steh nicht im Weg, fetter Sack. Der will sich sicherlich hier vom Acker machen oder sowas. Okay. Er war betrunken, so wie der hier Schlangenlinien gelaufen ist. Oh nein! Es war Erend. Nicht wirklich. Okay, hier entlang. Moment. Hier wird doch irgendwas sein. Irgendwo hier muss es doch eine Art geheimen Mechanismus geben, der dafür sorgt... Moment. Hier oben. Draufhauen, nichts passiert. Die Tür hier können wir nicht öffnen, natürlich nicht. Folge den Spuren. Okay. Ah, wait. Also irgendwas muss hier doch noch zu finden sein. War hier ein Keller oder irgendwas in der Richtung? Nee, nichts weiter. Okay, wir sind hier aber auf jeden Fall schon mal recht, also richtig, würde ich sagen. Haben wir da irgendwo was, wo wir hochgehen können? Hochklettern oder sowas? Auch nicht. Moment. Nee, abschießen funktioniert auch nicht. Vielleicht finde ich hier irgendwie so ein Buch oder so, welches irgendeinen geheimen Mechanismus öffnet. Irgendein Zeichen. Seltsam. Folge der Spur. Die Spur führt genau hier hin. Zu diesem... Ah, Moment. Ah, hier ist noch ein Keller. Haha. Wir finden den Keller. Hier muss der Wal den Zünder zusammengebaut haben. Aha. Oh, oh nein. Er hat die Wand durchbrochen. Der Wal hat einen Weg in den Palast gefunden. That's not good. Oh. Moment, das heißt, der ist... Der Wal. Wie wär's, wenn du einfach deinen Bogen nimmst und nochmal richtig Terror schiebst? Ich glaube, da kann ich lang. Jawohl. Hier so in die Richtung? Oder nach oben? Aha.
Na komm. Ist hier noch irgendwo was? Ich finde hier keinen geeigneten Weg gerade. Nein! Tschüss, Aloy! Einmal falsch aufgetreten, schwupp macht sie einen Abgang. Unverständlich. Das stößt bei mir auf Unverständnis, ja. Okay, ein Glück. Wir müssen nicht den gesamten Weg nochmal laufen. Sondern wir sind da, wo wir aufgehört haben. Wo wir runtergefallen sind. Okay, das können wir skippen. Das kennen wir jetzt schon. So, jetzt die Frage. Wo geht's denn hier jetzt am idealsten lang? Versuchen wir es doch mal hier entlang. Okay, das war nicht der richtige Weg. Ah, da unten ist auch noch irgendwas. Ach, da. So. Ey, da lang habe ich nicht gedrückt. So. Nee. Nee, nee. Öi. War es etwa am Ende dann doch der richtige Weg? Öh. Ey. Kleinen Moment, was geschieht hier? Was genau geschieht hier? Hier sind irgendwelche... Aha, jetzt habe ich Meridian verlassen. Okay. Ich verstehe. Das heißt, es gibt hier noch einen Weg hoch. Das ist aber nicht der Weg, den ich eigentlich gehen wollte. Sag mal, wo turnst du denn da rum? Ich sag ja, ne, manchmal ist diese Steuerung hier echt seltsam. Okay, das ist nicht der Weg. Und jetzt wird es auch noch so richtig ekelhaft dunkel. Wie komme ich denn darüber? Ah, okay. Okay. Also, erstmal da lang greifen. Wir müssen hier irgendwie runter. Und hier ist doch was. Hier rüber, darüber. Und jetzt kann ich... Nein, ja, ja. Okay, jetzt komme ich hier hoch. So, das sieht doch gut aus. So, rüber da. Na wunderbärchen, wir haben den Weg gefunden. Dann marsch nichts wie hinterher. Moment. Was war das? Achso, da kennt man sich, da hätte man sich einmal nur fallen lassen können. Über das Aquädukt. Das. Ich würde so gern den Sonnengott auf Knien sehen. Hör auf zu nörgeln, Mann. Irgendwer muss hinten sichern. Sicher du lieber deinen Hintern. Zip. Ich habe nur gesehen, dass hier irgendwie Leute rumgeistern. Da musste ich jetzt irgendwie mal ein bisschen agieren, ne? So ein bisschen aufs Fressbrett. Wie es sich halt gehören tut. Okay, der Weg scheint wohl hier entlang zu gehen irgendwie. Komme ich hier hoch? Nö. Dann wohl irgendwie hier hoch irgendwie so. Ach, pff, viel zu einfach. Wir nehmen einfach die Treppe. Als ob hier eine Treppe zu finden wäre. Natürlich ist hier eine Treppe. Wir gehen ja gerade zum Palast. Das ist wahrscheinlich eigentlich der geheime Ausgang. Jetzt nutzen wir ihn als Eingang. Oh weia, wir sind ja schon direkt im Palast. Sieh dich an, Avad. Der zitternde Spross eines irren Königs. Du nahmst mir das Recht, deinen Vater zu töten. Also bist du stattdessen dran. Es wird ein Genuss, die Kaja brennen zu sehen. Besonders, weil du mit mir zuschauen wirst. Sag leb wohl zu Meridian, Avad. Riech den Gestank.
und schluckt die Asche. Da stimmt was nicht. Ich habe nichts gehört. Da hinten steigt eine kleine Rauchwolke auf. Nein, es sollte ein Feuersturm sein und keine kleine Rauchwolke. Oh, ist da jemand sauer? So, erstmal weg mit diesem Ding. Und her mit der Vorratskiste. So, ich hoffe, dir geht's gut. Oh, du bist ja gar nicht der König. Wo ist denn der König hin? Wo liegt denn der? Hallo, König. Bist du der König? Du? Nee, doch. Nee, du bist es nicht. Wo ist der König? Okay, da liegt Erend. Na dann. Was ist das? Oh, du bist wohl die Nora, die mein Lager überfallen hat. Und die Bombe deaktiviert hat. Tatsächlich. Tja, Bombe oder nicht. In diesem Thronsaal fließt heute Blut. Erst deins, dann erwart's. Feind gesichtet! Jupp. Au. Wow. Hat das Ding Wumms? Warum lässt Erwart bloß immer seine Frauen für ihn kämpfen? Das ist doch nicht so normal. Zittere vor der Mauer. Nee. Ey, was? Ich habe eine Armee angeführt. Von wem hat er diese Waffe? Von Arnold Schwarzenegger oder was hier? Bazooka Dude? So, das war der erste von deinen Leuten. Und du bist der nächste Kollege. Ey. Whoops. Hallo. Und tschüss. Fuck. Es ist nicht vorbei, Nora. Als guter Osram-Bastler weiß man. Man braucht einen Notfallplan. Das ist jetzt richtig Mist, aber auch richtig egal. Diese majestätischen mörderischen Blitze habe ich denn. Dammit. So, dich hole ich erstmal aus dem Boden. Und noch einen. Und du bist immer noch mies gefangen. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Na, komm. So, den ersten habe ich zumindest schon mal. Da kommt. Irgendwo ist noch einer davon. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Na komm, wo bist du? Ach, fuck. Du bist definitiv nicht in Sichtweite. Ich laufe mir ganz kurz darüber. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Und? Ja. Das war mal mega daneben. So. Du kommst jetzt erstmal auf den Boden der Tatsachen. Ja. Gut. Nom nom nom. Ein Schlag noch. Hab dich. So, war's das? Kommt da noch einer? Oh, da sind noch zwei. Drei sind davon noch. Wir haben noch drei von den Drecksviechern. Macht nix. Nummer 1. Und au, au, au. Das ist eklig.
Jetzt. Nummer 2. Na komm, wo bist du? Da bist du. Wait for it. Wait. Was machst du denn hier? Shit, wieder daneben. Aber das macht nichts. Jetzt hab ich dich. So. Diese Majestät des mörderischen Glitzer habe ich denn. Diese majestätischen. Halt die Klappe, du bist ein hässlicher Dude. Hab ich dich? Nee, ich hab dich nicht. Dich hab ich aber. So, jetzt komm mal hier schön runter. Na komm, dich krieg ich noch. Dich krieg ich noch. Nee! Oh, geh! So. Guter Schuss. Guter Treffer. Das war ein richtig mieser Hit. Nee. Dich brauche ich. Gerade so ausgewichen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier irgendwie etwas übersehe. Ich weiß nur noch nicht ganz genau was. Es kommen nämlich noch mehr. Umgehauen. Bums. Den kriege ich mit. Komm, beweg dich. Au! Okay, wait. Ich glaube. Sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Irgendwas ist hier noch. Was habe ich denn hier eigentlich? Ah, super. Das ist wenigstens was Schönes. Es gibt Heiltränke. Das freut mich doch sehr. Nee. Ist ja ekelhaft. So, wo ist denn der Dude? Ist der hier unten? Nee, da liegt er nicht. Moment. So. Noch einer weniger. Was habe ich denn hier für ein Stuff? Geiler Stuff. Okay. Den Schlüssel brauche ich. Ja. Okay. Fuck. Das hat einfach so massiv lange gedauert. Und was sollte das jetzt eigentlich für ein Move werden? Ja. Wupp. Ich renne hier mal ein bisschen doof durch die. Na. Majestätischen mörderischen Glitzer habe ich denn. Wie scheiß seid ihr? Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Na komm mal ein bisschen runter, Dude. Ich hoffe, du kämpfst gern wegen dieser Herr. Es kommen nämlich noch mehr. Fuck it. Du bringst jetzt keinen von diesen scheiß Drecksdingern wieder zurück. Ja, mit der Vorratskiste. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja,
definitiv könntest du dafür ein bisschen anderes rauswerfen. Und zwar... So. Jetzt sieht das Ganze doch wieder viel, viel schöner aus. Ich habe dicke, dicke Erfahrungspunkte bekommen. Und dafür, dass ich hier unheimlich viele von den Dingern kaputt geprügelt habe. Geht gar nicht. Also, what the fuck? Übertreibt's mal. Wo ist denn der Typ überhaupt? Da drüben soll er liegen. Ah ne, der voll an ihm vorbeigelaufen. Da liegt er. Hm. So sehr ich mir wünsche, dass Ersa es tun könnte, töte ich dich auch gern selbst. Nur zu. Ich fürchte mich nicht. Doch wie ich dich kenne, Erend, wirst du es versauen. Ich weiß, wovor du dich fürchtest. Nach Hauptquell zurückzukehren. Jeder Clan im Anrecht will deinen Tod. Und er soll möglichst schmerzhaft sein. Sie werden sogar Geld dafür bieten. Du überlässt das Töten also wieder mal anderen. Halt's mal! Der Sonnenkönig wird jetzt entscheiden. Ach, wie schön. Wir haben endlich einen kleinen Sieg errungen anscheinend. Aber tatsächlich würde ich ganz gerne erstmal mit Derwal sprechen. Wo auch immer der ist. Da unten. Denn tatsächlich würde ich ganz gerne seine Story als allererstes erfahren. Bevor ich hier anfange, mich um andere Stories zu kümmern. Also arbeite ich mich jetzt einfach von 3, 2, 1 nach unten herab. Aber ich bin echt pisst, dass der genau die Viecher geholt hat, die ich am allerwenigsten leiden kann. Aber gut. Hätte man ja nicht anders erwarten brauchen. Wo muss ich jetzt hier lang? Sobald Sonnenfall gefallen ist, wird man sich in Meridian vielleicht wieder wohlfühlen. Da. Da ist der Weg. Und jetzt? Wegfindung. Null. Da lang. Ja, sehr gut. Pfosten im Weg. Das ist doch nur ein alter Donnerkiefer, den noch niemand besiegt hat. Da lang nicht. Ah, die Wegfindung ist hier gerade eben irgendwie nicht so meins, aber jetzt haben wir's. Hallo Derwal, na, wie geht's dir da im Knast? Willst du dich an meinem Anblick weiden, Nora? Na, wie du siehst, bin ich beschäftigt. Du hast es nicht anders verdient. Du wolltest Unschuldige... Naja, so ganz unschuldig sind die ja auch wieder nicht, ne? Muss man ja auch mal zugeben. Der letzte Sonnenkönig hat echt dicke Mist gebaut. Lass uns reden. Nein, Leberarmfüße. Aber hey, dafür ist er jetzt ein cooler Dude. Armenfüße. Also der jetzige Sonnenkönig, Avard. Aber Erend hat seine Schwester mehr oder weniger rächen können. Aloy, ich dachte gerade an Ersa. Sie hätte Derwal sofort getötet. Ich weiß es. Darum wollte sie sich mit ihm treffen, um ihn zu töten. Und sie sagte, ich soll erwachsen werden. Ich gebe zu, es tat weh, als sie das sagte, aber ich nehme es mir zu Herzen. Und erwachsen sein heißt dann wohl, das tun, was man soll. Und nicht das, was man will. Richtig? Das fragst du mich? Du bist doch bestimmt älter. Ja, aber ich handle nicht so, oder? Bei der Wahl schon.
Das will nicht allzu viel heißen. Ein Teil von mir will ihm immer noch heimlich den Hals umdrehen. Ja, aber du tust es nicht, weil du ein guter Hauptmann bist. Hör bloß auf, sonst weine ich noch. Ja, sehr gerne. Was wird mit der Wahl passieren? Was glaubst du, machen die Osseram mit der Wahl? Erstmal werden sie lange darüber streiten. Aber egal, wie es ausgeht, es wird schmerzhaft. Damit kann ich leben. Ich glaube, ich schau mal in seiner Zelle vorbei und erzähle ihm davon. Das klingt nett. Tja, und nach all dem, was kommt als nächstes für Gardist Erend? Ich reise jetzt erst einmal zum Amrecht. Ich besuche meinen Clan und wir werden Ersa würdig bestatten. Wie sie es gewollt hätte. Und das bedeutet, wenig reden, viel trinken. Ja, wir hatten ja schon in dem Dorf, wenn wir schon nichts von denen lernen können, wenn die schon nichts von uns lernen können, dann lernen die zumindest zu trinken. Finde ich auch herrlich. Tja. Ich weiß, du musst gehen. Mörder finden, Maschinen bezwingen, alles vor dem Frühstück. Weißt du was? Als wir uns trafen, hielt ich mich für einen tollen Kerl, der sich mit einem hübschen Mädchen aus dem Nirgendwo abgibt. Dabei war es ein Glück, dass du eine Minute Zeit für mich hattest. Und vergiss mich nicht, während du da draußen die Welt veränderst. Ich habe immer eine Minute für dich. Vielleicht sogar zwei. Zwei? Sie mag mich. Oh. Tja, das könnte ja schon fast eine Romanze werden, aber wir holen uns nochmal ein bisschen Dank von Awad ab, der sicherlich auch schon auf uns wartet. Da sitzt er und freut sich seines Lebens, der olle König. Eloy, mich einfach nur zu bedanken, das erscheint mir unzureichend. Du hast mein Leben gerettet. Und auch Meridian. Und dank dir wird Ersas Mörder bestraft werden. Wir können nun um sie trauern, ohne quälende Unsicherheit. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Es ist kaum vorstellbar. Ich hoffe, du bleibst hier bei uns in Meridian. Bin mir noch nicht so sicher. Wart ihr und Ersa, ihr wisst schon. Es ist wohl offensichtlich, was ich für sie empfand. Sie gab mir nicht nur Ratschläge, sie gab mir Kraft. Doch es hatte keine Zukunft. Das Verhältnis zwischen den Kaja und den Osseram hier war ohnehin schon angespannt. Die Verbindung des Sonnenkönigs zu einer Osseram hätte zu einer Revolte geführt. Und vermutlich zum Krieg mit den Clans. Wusste es jemand? Nur einer. Derval. Er wollte Ersa, doch sie verschmähte ihn. Und so wurde Eifersucht zu einem weiteren seiner Motive. Okay, da war noch mehr im Spiel, das ist nice. Was genau passiert jetzt mit Derval? Im Moment sitzt er in einer der alten Zellen unter dem Sonnenring hier in Meridian. Und was mit ihm passiert, wenn wir seine Auslieferung an Hauptquell beschließen? Ich will gar nicht daran denken. Mein Vater war sehr kreativ, was Folterwerkzeuge angeht. Aber manche Osseram-Geräte übertreffen selbst seine Vorstellungen. Zu schade. Derval ist ein brillanter Mann. Ich frage mich, was er wohl erreicht hätte, wenn mein Vater nicht gewesen wäre. Ich weiß, wer die Nora angriff. Eine Gruppe Schattenkaja namens Eclipse. Sie graben alte Maschinen aus. Waffen für einen Angriff auf Meridian. Ich verstehe. Was du da sagst, klingt genau wie die Gerüchte von Marat. Eine Schattenkaja-Splittergruppe, verdorbene Maschinen überall im Land. Wann soll der Angriff sein? Weißt du das? Bin mir nicht sicher. Wir werden uns darauf vorbereiten. Halte mich auf dem Laufenden. Na, selbstredend. Aber ist das mal geil? Jetzt haben wir nur noch eine Hauptquest. Und diese Hauptquest führt uns zurück in die kalte Heimat.
Und die kalte Heimat besuchen wir jetzt noch nicht direkt. 25 direkt. Sondern erstmal gehe ich mir ein bisschen Kram kaufen. Und zwar vor allem neue Reiserationen. Whee! Row, 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 boat in the town you see. Oh, was haben wir denn da? Was mir erst noch nicht aufgefallen ist hier. So. Ja. Das könnte man sich gelegentlich vielleicht nochmal als kleines Bonus-Feature hinzufügen. Aber, nee. So. Oh, wir sind schon aus Meridian draußen. Aus der Stadt draußen. Und da kommen wir auf jeden Fall noch an einem Händler vorbei. Und das ist sehr praktisch, denn bei dem Händler kriegen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Reiserationen. Und mit diesen Reiserationen werden wir definitiv dann eine Schnellreise machen zu dem alten Gebiet, dem Startgebiet, wo wir Friede, Freude haben werden. Mit keine Ahnung was. So, mal gucken. Waffen, Fallen und Tränke. Ich glaube, da war das nicht. Munitionskisten, Spezialobjekte, Fallen und Tränke. Vielleicht doch hier. Reiserationen? Nee, Rohstoffe. Schnellreisepaket, da sind sie doch. Oh, wir haben dafür sogar noch genügend Kram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt sind wir bestens ausgestattet für eine kleine Pause. Also, bis zum nächsten Mal oder beziehungsweise bis gleich, je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid.